So, weiter geht's heute mit den Racern. Und damit herzlich willkommen zurück zuletzt mit Need for Speed Hot Pursuit. Wir machen heute weiter mal mit einer Vorschau. Das haben wir ein bisschen entspannt bekommen. Und wir fangen an mit dem Reventon Roadster. Und zwar haben wir eine Zeit von 1,48 zu knacken, um auf Gold zu kommen. Aber es reicht auch, wenn wir 2,8 fahren, dann hätten wir so zumindest auf Bronze. Aber man sieht, es ist ja wie immer Gold zu kriegen. Aber mal gucken, wir machen einfach mal das, was wir können. Und wenn wir es nicht können, dann müssen wir es halt einfach so. Wir brauchen 9 Millionen Kopfgeld, wir haben 3 Millionen oder so. Ja, 900.000 Bombe, so, sorry. 300.000. Aber wir schauen mal, wir kriegen ihn schon immer freigeschaltet. Ja, so gut driften lässt er sich auch nicht. Schade, hier können wir gar nicht rechts abbiegen. Ich hätte mir gerne diese Schlammkurve noch gespart. So, ich hack mal gerade ein bisschen Gas, weil wir haben ja 5 Sekunden bei 1,1 Kilometer, aber das schaffen wir nicht. Dementsprechend wird das wahrscheinlich nur ein Fehler sein. Und das, wo wir eigentlich ohne Crash durchgekommen sind. Ja, geschafft haben wir auf jeden Fall. Leider nur Bronze und nicht auf Gold oder Silber, aber besser als gar nichts. Jedenfalls die Aufgabe ist gelöst. So, wir steigen auf das nächste Mal bei 360.000. Wir haben jetzt 309, also sprich noch 51.000. So, okay. Der nächste, der uns jetzt noch fehlt. Ich guck gerade mal, ob wir noch was Schönes haben hier. Ah, komm, wir fahren das Ding jetzt. Machen wir nochmal nach der letzten langen Folge. Machen wir heute nochmal eine etwas kürzere Folge. Dementsprechend machen wir heute mit dem Zeitfahren weiter. Das hat bisher dann machen wir nicht in der Nähe. Machen wir nicht jetzt. Das machen wir dann. Bei der nächsten Variante. Bei der nächsten Durchlauf. Heute fahren wir nur ein bisschen entspannt. Sagen wir es mal so. So, gut, dann fehlen uns heute wieder mit dem Zeitfahren 1,35, müssen wir fahren 1,53, so das oberste Ziel. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, aber schauen wir mal. So, als Martin, DBS Volante, auf geht's. Es sind nur 6,5 Kilometer, die uns im Ziel heute anstehen. Ja, wie gesagt, 10 Schiffe gibt es auch in jedem.
Wir haben ja nicht mehr so viel zu fahren. Zwei, komm mal, 2 Kilometer noch. Die nächste Folge morgen 12 geht's ja wieder auf mit dem Kopf. Zu Silber werden, oder? Ja. Und das war, wo wir eigentlich auch relativ gut durchgekommen sind. Wie gesagt, das Gold ist, wir haben keinen Fehler gemacht, wir sind nicht irgendwo blöd angeeckt oder so, weil wir haben es echt durchgezogen, aber leider nicht komplett. Okay. Eine neue Belohnung kriegen wir. Wir sind schon bald Stufe 7. Wie gesagt, 10 Stufen gibt es ja. Und wir haben in Maserati Gran Turismo S. Naja, $135.000 schwer, das gute Stück. So, ja, dann sind wir heute schon durch, liebe Leute. Sorry, dass es manchmal so ein bisschen kürzer dauert, aber dafür habt ihr ja schon längere Folgen gehabt. Wie gesagt, nächste Rennen machen wir dann, nächste Race machen wir dann hier ein bisschen. Machen wir dann ein bisschen Handpiswit und sowas, aber danach, erstmal geht's danach weiter mit den Cops. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und ciao.